So, Hallöchen, ich bin's, Tobi, das ist mein Minecraft-Let's Play. Wir sind schon total nahe der 100 mit der Folgenzahl. Welche Folge? Keine Ahnung. Die Folge 100 kann es noch nicht sein. Wahrscheinlich so 97. Ja, 97 könnte stimmen. Wir haben jetzt im Dorf und dort im Tempel insgesamt 6 Diamanten gefunden. Ganz viele Smaragde und TNT, was wir nicht brauchen können. Und wollen Verschiedenes finden. Einerseits Pferde. Wäre toll, wenn wir hier welche finden würden. Andererseits ein Tigerbiom oder Winterbiom oder Schneebiom oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Offiziell heißt es Tiger, aber es klingt jetzt nicht so super, finde ich. Ja, weil wir brauchen ja das Holz davon. Wofür habe ich noch nicht gesagt. Dann, ja, Pferd habe ich ja gerade gesagt. Und dann als drittes wollen wir natürlich dann auch den Weg zurück nach Hause finden. Was vielleicht auch nicht allzu einfach wird. Wir laufen jetzt immerhin schon eine Viertelstunde hier vom Haus weg. So, ich würde sagen, wir durchsuchen hier jetzt noch so ein bisschen die Ebene. Wenn wir dann da Pferde oder ein Winterbiom finden, dann wäre es toll. Wenn nicht, dann gehen wir zurück. Weil irgendwo hört es auf. So lange kann man hier jetzt nicht rumrennen. Es wird ja auf Dauer auch langweilig. Sowohl für mich als auch für euch. Obwohl, ich könnte im Grunde noch ewig weiter so rumrennen, wenn ich es mir recht überlege. Kürbisse haben wir schon. Da ist was. Was ich nicht kenne. Sind das Pferde? Es sind Pferde, ja! Also wie macht man das jetzt? Man kann die, glaube ich, füttern. Dann kann man versuchen, auf sie aufzusteigen. Wobei sie versuchen, einen runterzuschmeißen. Und die Chance, dass sie einen nicht runterschmeißen, wird. Okay, ich gehe. Nein! Oh, scheiße. Man muss ja jetzt L-Shift drücken, um da runterzusteigen. Das habe ich gerade nicht gerafft. Okay, ich gehe mal ins Dorf, bis es Tag wird. Ja, hier sind überall Pferde. Und Esel, ich glaube, das sind Esel. Oder waren es da hinten Esel? Irgendwo waren noch Esel, meine ich. Und über Pferde habe ich mich bisher kaum informiert. Wow, toll, so viele Farben und so. Es gibt total viele Arten, sehe ich gerade. Ich hoffe nur, ich finde gleich mein Pferd wieder. Naja, mal sehen. Nö, eine Schmiede gibt es natürlich nicht. Überall nur die Standardhäuser. Nein, ich brauche kein Bücherregal, erst recht nicht den Preis. Hier bin ich immerhin vor den Zombies sicher. Weil die interessieren sich hier gar nicht für mich. So, dann. Machen wir uns mal ein Bett.
Nein, Creeper ist auch ein Monster. Ich muss irgendwo hin, wo mich die Monster nicht erreichen. Nein, hier geht's. So, jetzt wird's eh Tag. Jetzt ein Löschgeräusch. Das heißt, wenn man brennt in Wasser, das gibt es jetzt ein Löschgeräusch oder wie? Cool. Ach, hallo. Kurz was essen und dann ein Pferd suchen, auf dem wir dann nach Hause reiten. Wir haben ja vorhin einen Sattel gefunden. Daher wird das dann gehen. Cool. Hätte ich jetzt Reis Minimap oder so, könnte ich jetzt einen Wegpunkt hier hin machen. Aber ich denke, ich werde den Weg wiederfinden. Ich bin ja fast stur in eine Richtung gelaufen. Jetzt muss ich mein Pferd wiederfinden. Das, was mich aufsteigen lässt. Auch wenn es mich noch runterschmeißt. Es sah so aus, aber die lassen mich nicht aufsteigen. Ist es woanders hingelaufen? Nee. Vielleicht hat es auch schon bald wieder vergessen, dass ich den Apfel gegeben habe. Habe ich noch was anderes? Nee, warum auch? Dann sammle ich mal Holz um. Also ich mache die Bäume hier weg, um zu schauen, ob ich Äpfel rausbekomme. Weil jetzt brauche ich dringend Äpfel. Sonst war es das mit dem Pferd, dann bin ich umsonst hin gelatscht. Irgendwie witzig. So wenig fällt man Bäume, wenn man Holz braucht. Ich fäll Bäume nur, weil manchmal Äpfel jetzt rauskommen. Das ist ziemlich selten der Grund, weshalb man Bäume fällt, glaube ich, dass man Äpfel braucht. Okay, hier sind nur Setzlinge bisher. Eisen? Ja, wir haben Eisen. Obwohl. Ich habe das Gefühl, dass dann immer nur Blätter rauskommen, keine Äpfel. Aber ich weiß es noch nicht mal sicher. Ich lasse es lieber. Also ich passe jetzt nicht mit der Schere ab. Ich mache einfach ein paar Bäume weg und schaue, ob ein paar Äpfel rauskommen. Sollten eigentlich. Schon nur einen Apfel. Oder soll ich jetzt erst Landwirtschaft betreiben, um dem Pferd Weizen geben zu können? Nee, ich habe echt nichts. Oder fressen Pferde Brot? Glaube ich nicht, aber man kann es ja gleich mal kurz ausprobieren. Also Setzlinge. Ich glaube keine Äpfel. Zumindest bisher nicht. Nö, keine Äpfel. Haben wir da noch ein paar Bäume gefällt gehabt? Oder waren es schon alle? Ich glaube, da waren schon alle weg. Dann schauen wir nochmal hier. Apfel. Apfel. So. Und
Und so ein weißes? Nee, kein weißes. Seins, wie ich es eben hatte. Folgen die einen auch, wenn man einen Apfel in der Hand hat? Nö. Ich glaube, beim ersten Versuch beträgt die Chance irgendwie 5%, dass es einen mag. Beim zweiten dann irgendwie 10, beim dritten 15 und so. Bis das dann irgendwie jedes Mal ein bisschen steigt. So dass man dann auf Dauer das Pferd quasi dazu zwingt, einen zu mögen, wenn man immer weitermacht. Ja. Es mag mich. Okay, dann müsste ich den jetzt Sattel anlegen können. Ja, Sattel. Okay, tschüss und bis zum nächsten Mal.